Hallo YouTube, nach längerer Pause versuchen wir uns mal wieder bei XCOM 2 und ich würde auch vorschlagen, wir warten nicht groß lang, sondern starten hier direkt hinein. Ich weiß noch, dass wir uns um das Avatar-Projekt kümmern müssen. Ich glaube, das hier war's. Ich bin mir nicht sicher, aber das sieht doch gut aus, oder? Setze Kurs auf Sektor 10. Die östliche USA. Ja, mach mal. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was wir hier... Ah, Medikits sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Das ist unser Healer. Und... hier geben wir noch mal ein bisschen mehr HP, weil sie ja sehr häufig in den Nahkampf rennt. Alles klar. Ansonsten, ich habe keine Ahnung, was wir hier einstellen sollten. Es ist einfach alles viel zu lange her. Ich muss mich erst wieder hineinfuchsen. Wir springen einfach mal in die Mission. Und lassen uns überraschen, was uns hier erwartet. Unsere Widerstandskontakte vor Ort haben uns gezeigt, wie wir in die Advent-Geheimeinrichtung kommen. Die Aliens haben alles dafür getan, den Ort geheim zu halten. Wir wissen nicht, was wir dort finden werden. Halten Sie die Augen offen und rechnen Sie mit schwerem Widerstand. Okay. Wir werden uns erstmal wieder einfuchsen müssen. Das ist ja doch ziemlich anders als das, was wir von Marvel Midnight Suns kennen. Suchen Sie das Gebiet. Rechnen Sie mit schwerem Widerstand und neutralisieren Sie alle Feinde. Okay, eindringen. Truppentarnung aktiv. Irgendwas einsacken und dann abhauen. So, hier haben wir ein Gebäude und dann... ist es schon das Gebäude, wo das Ding hier... Gut, wenn ich jetzt hier hingehe, sind wir in irgendeinem Sichtbereich. Verdammt. Das heißt, wir müssen uns langsam bewegen. Wir müssen uns auch vorsichtig bewegen. Aber Roger that. Ich sehe hier auch nichts, was... Doch, da haben wir Deckung. Sehr schön. Gut, dann werden wir uns auch mal da unten verstecken. Das ist der erste Sniper. Der kann sich ruhig mal hier verstecken. Ich will sie jetzt... Ah, shit, nee, da hätte lieber der Sniper hingehen sollen. Position confirmed. Genau, geh mal lieber dahin. Ja, für den Einzug müssen wir mal nebeneinander stehen. Nützt nix. Vigilance. Je passe en vigilance. I'm on it. Ja, jetzt im ersten Zug sollten wir noch nicht auf Aliens treffen. Affirmative. Moving out. Ah, shit, 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 shit. Konnte man auch nicht den Einzug zurückziehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, Wunschvorstellung von mir. Gut, aber hier ist anscheinend das Gebäude.
was ziemlich groß ist. Tank kann man schön hier hin düsen. Und der Sniper hier hin. Dann haben sie auch direkt den Blick in die Tür. Verstanden. Sie muss jetzt mal spähen für die Sniper. Je suis dessus. Todo cubierto. Affirmativ, je couvre la zone. Ich habe hier Aktivität. Okay, interessant. Da scheint nichts drin zu sein. Schon unterwegs. Gut, hier haben wir aktuell noch keine Gegner. Da haben wir unser Ziel. Hier sind irgendwelche Bahngleisen. Das heißt, Sniper werden wir gleich in Ruhe hier oben positionieren. Und die anderen können. Je vais vers la position. Wer weiß, wie lange sie diese Lagereinheiten hier unten schon betreiben. Good to go. Können die hier entspannt durchgehen? Ja. Gut, war aber auch ein bisschen wahnsinnig, da einfach so durchzulaufen. Halt. Oh, Mr. Ace. Kannst du dich hier hochklettern? Erstmal decken wir hier oben ab. Möwenheit. Da haben wir den zweiten bisschen auseinanderziehen. Sehr schön. Dann die können wir links von der Tür platzieren. Da können wir rechts jemanden platzieren. Ja, nicht ganz richtig platziert, aber egal. Bitte Feuerschutz. Ordre bien reçu, j'y vais. Öffne mal die Tür. Oh. Jetzt hat keiner mehr Schutz. Advent hat sein Zugnetzwerk auf jedes Stadtzentrum ausgeweitet. Das hier scheint das Ende zu sein. Zumindest in diesem Gebiet. So, und sie sollte auf jeden Fall mal hier auch in Deckung gehen. Sehr schön. Was haben wir hier? Butcher. Das passt. Jetzt haben wir hier Valkyrie. Die kann... Und los geht's. Ja, hinten ans Rad. Da hat sie volle Deckung. Sichtkontakt zu feindlicher Patrouille. Okay.
dann steht sie dort maximal ungünstig. Wechsle Position. Jurist an Observation. On Overwatch. Gut, machen wir mal verborgenen Schutz. Heißt ja im Endeffekt, solange wir verborgen, solange wir nicht aufgedeckt werden, schießen die auch nicht. Perfekt. Okay, es werden immer mehr. Moment, sind das Leichen? Die Behälter, die Züge, die ganze Einrichtung. Die Aliens entführen immer noch Leute. Sie haben nach der Invasion wohl nie damit aufgehört. Diese Behälter scheinen unabhängige Energiezellen zu besitzen. Das könnte eine Art Stasis-System sein. Vielleicht leben einige dieser Menschen noch. Okay, krank. Aber so ist das nun mal. Affirmativ, j'y vais. So, die da drauf schießen. Und was passiert dann? 100%... 100, 100. Also da können wir mit den Scharfschützen auf jeden Fall ziemlich viel Damage machen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Alles klar. Dennoch versetze ich die so gut wie alle in den verborgenen Schutz. Weil mir dort auch ein bisschen zu viel Action ist. Scanner Core. Wenn ich jetzt hier mit der 6 arbeite. Ja, hinten die Viper muss ich auch unbedingt wegkriegen. Gut, okay, wir müssen es lieber, wir gehen in den Angriff als zerfetzte Rüstung. Okay, zerfetzte Rüstung. Dann werden wir hier nicht ganz so viel Damage machen können. Shit. Je suis dessus. Eyes on the prize. Zu weit weg. Monsieur, j'ouvre grand les yeux. Overwatch. Vista en el objetivo. Los geht's. Okay, immer noch verborgen. Sehr schön. Wir wagen es jetzt einfach mal. Boom! Wir sind aufgeflogen. Ja, mussten wir doch. Wir können den Spaß ja nicht ewig machen.
Naja, den mit der Machete angreifen wäre, glaube ich, auch nicht so geil. Ja, das mache ich mal, um dann auch noch mal die Verteidigungsmöglichkeiten wegzusprengen. Okay, die klont sich. Interessant. So, der kann auf den Dicken gehen. Na, ich hätte gern die Viper, aber 76 ist mir ein bisschen zu wenig dafür, dass die anderen 100 haben. Enemigo abatido. So, da haben wir 100%. Auch 100 und da haben wir wieder die 60. Die hat aber nur 3 Schaden. Das heißt, wir nehmen erstmal den Sniper. Ja, hier brauchen wir unbedingt 5. Sehr schön. Ein Dicker scheint schon mal weg zu sein. Schade, dass ich da keine Gnade habe. So, was wir jetzt natürlich machen können, ist... Oh shit, was habe ich jetzt gemacht? Nee, war einfach nur noch mal ein Hinweis, dass das eine Menschenfabrik ist. Gut. Natürlich ein Schadenspunkt zu wenig. Die anderen beiden haben schon mit der Granate Schaden gemacht. On your order. Ja, die Viper wird gefährlich, weil die macht, glaube ich, Vergiften oder irgend so ein Blödsinn. Und da hinten 37, das ist... ein sicherer Kill. X-ray neutralized. Gut. Dann haben wir hier nochmal Handknarrenspaß, wenn die sich bewegen. Necesito ver nueva cobertura. So, machen die jetzt hier nichts mit Handknarren draufballern oder wie? Shit, da wird jetzt gewirkt. Oh, Mann, 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 Mann. Ja, das ist wieder dumm, was ich hier... Ah, Schei. La voie est libre.
Und sie hat... Ja, kann jetzt aber wieder ballern, ne? Daneben. Natürlich. Lupe! Wenn wir das mit der Knarre machen, reicht nicht aus. Weg mit dir. Baja confirmada. Komm, Ace. Sehr schön. Du hast nicht enttäuscht. Down. Sehr gut. So, Valkyrie raus. Wechselposition. Ah, okay. Wenn man in den Nebel war, muss man anscheinend nochmal neu nachladen. Holen wir sie uns. Und das Ding explodiert auch noch. Okay. Oh, da sollten wir auch schnell weg. On the move. Oha. Jetzt sind da auch noch Geschütztürme. Ja, qua parla. Ah. Shit, das war glaube ich nicht so gut. Noch ein zweiter. So, haben die mich jetzt entdeckt oder noch nicht? Ça marche. Das ist jetzt die große Frage. Kann ich mir noch einen Zug gönnen? Oder muss ich jetzt rausrotzen? Bin dabei. Nein! Was machst du da? Ich glaube, ich musste jetzt angreifen, weil ich dort eben einen blöden Fehler gemacht habe. Nee, da kann ich nichts wegschreddern. Okay. Gut, dann werden wir mal versuchen hier. Komm, Ace, enttäusch mich nicht. Sehr schön. Komm, enttäusch mich nicht. Sehr schön. Et voilà. Da haben wir 71. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ach nee, das hier ist Ace. Okay. 84. Komm, enttäusch mich trotzdem nicht. Sehr schön. Wobei zwei Schaden natürlich ein bisschen wenig ist. Ich
So, 71. Sehr schön, hat aber wahrscheinlich noch ein HP übrig. Je crame mes munitions. Und so wie ich mein Glück kenne, nee, doch nicht. Gut, das Ding ist weg. Sehr schön. Das heißt, Valkyrie wird jetzt nicht alles doppelt und dreifach um die Ohren geflogen. Ah, Gemini-Heilung mal 4. Sehr schön. Das gefällt mir. Dann können wir hier nochmal Zug beenden. Da explodiert alles. Wir werden uns jetzt mal positionieren und nachladen. Wieso platzt hier alles? Tut sweet. Rücke vor. So, jetzt müssen wir uns Zugang zu dieser Hütte verschaffen. Tut sweet. Und natürlich auch erstmal nachladen. Good to go. Da haben wir das auf der 6. Chargé et paré. Oh, die müssen auf jeden Fall nachladen. Die sind ja für gar nichts mehr Nütze. On Overwatch. Adelante. En guardia. Das Ding hier ist auf jeden Fall eine ziemlich lange Mission. So, was haben wir jetzt hier? Wir können hier einmal Richtung Tür. Zu Befehl. Eine wird hier abdecken, die andere von der anderen Seite, quasi hier so die Ecke. Allez, on bouge! Sehr schön. Sie kann hier auch nochmal nachladen. Je repars à l'attaque. Und die beiden Dudes müssen nachgezogen werden, weil sobald die beiden drinne sind, können die Scharfschützen nicht mehr supporten. Und das wäre nicht so gut. Haben jetzt natürlich nicht mehr den Bonus Tod von oben. Voy a ello. Feuerschutz. Ruhe, mach die Ohren auf. So, wir werden jetzt erst einmal die hier nachziehen. Den setzen wir dahin. Ihn setzen wir hier hin. Sein Platz ist soweit auch schon ganz gut. Den anderen können wir entweder hier in die Ecke oder da in die Ecke nachziehen. Das passt. Mal eben schauen. Munitionstechnisch sehen die gut aus. HP-technisch auch. Und dann werden wir mal die Tür öffnen. Hier sind Advent-Truppen. Da sind zwei.
Gut, was machen wir hier? Und zwar das Erste, was mir einfällt, ist Valkyrie. Das ist alles so kacke. Ich wollte hier mit der Machete loslegen, den Schwerthieb. So viele Opfer. Oh, mein Glück. Mit ungeheuer brutaler Effizienz verarbeitet. Vielleicht als Testsubjekte für eine Art von Waffe. Sieht eher nach einer Raffinerie aus, Doktor. Sobald wir diese Probe haben, werden wir es wissen. Okay, hier werden wir mal den Schwerthieb machen. So, das ist jetzt Valkyrie, ne? Yep. Bin dabei. Und den machen wir einen Kopf kürzer. Sehr schön. Feind terminiert. Das ist jetzt unsere Dame mit der dicken Wumme. Schaut. Die kommt rein. Move on target location. Er kommt hier hin. Entendido. Er kommt dahin. Und jetzt können wir die noch mit der Knarre schießen lassen. Wenig Schaden, aber in dem Fall reicht es vollkommen aus. Blanco neutralizado. Vaya, ¿qué te parece eso? Der eine hat sich eine Beförderung verdient. Hier looten wir auch noch mal schön das Zeug. Tout de suite. Scanning. Oh, hier haben wir auch noch jemanden, können wir auch nachziehen. So, das ist unser Medic. Moving to position. Menace 1-5, Sie haben den Doktor gehört. Den Kanister sichern. Ja, aber ich muss doch auch schauen, dass ich hier endlich mal mich vernünftig durchbewege. Ein Wunder, dass ich überhaupt noch lebe. Also, wir werden uns jetzt hier links halten. Affirmative. Moving out. Sehr schön. Tempo. Gut, das Voy hacia ese lugar. Passt irgendwie. Todo cubierto. Scan en cours. Got it covered. Got it covered. Ah, Long Walker ist auch ein cooler Name. Gut, dann düsen wir einmal weiter. On your order. Dahin, von der Seite haben wir glaube ich nichts. Aber gegen vorne sind wir wunderbar abgesichert. D'accord, j'y vais. Ne, Valkyrie ist hier. Wechsle Position. Ah, okay, jetzt weiß ich, wie wir das machen. Wir werden uns jetzt hier nach links absichern, denn hier ist ja der Ausgang. Holen uns gleich das Gedöns und dann düsen wir hier hinaus, denn dort ist dann auch der entsprechende Spot. Wir werden uns dann hier auch nochmal ein bisschen positionieren und absichern, so dass wir dann auch
halbwegs fliehen können. Tut suite. Herren, Lab Location. Ja, das passt schon. Vamos, vamos. Affirmative, covering now. Tut suite. Ja, die Mission dauert hier aber verdammt lange. Bitte Feuerschutz. So, da kommt nämlich was an. Und das ist, glaube ich, blöd, dass die das jetzt hier machen. Es sei denn, die fangen jetzt alle um. Das bezweifle ich aber. Gut, einer ist down. So, was haben wir hier? 50%. Natürlich daneben. Ah shit, was mache ich hier? Das war ja auch ein bisschen dumm. Denn ich kann hier Folgendes machen. Ah shit, die hat keine Granate mehr. Er hat noch eine Granate. Die kommt aber nicht so weit. Dann sprengen wir uns hier mal einen zusätzlichen Ausgang. Wunderbar. Aber jetzt hätte ich mit dem Sniper schießen sollen. Ja, das sieht jetzt nämlich hier schon deutlich anders aus mit dem Prozenten. Aber erstmal in Position bringen. Prozent. Nehmen wir den hier. Blanco eliminado. Also weg ist er. Target eliminated. Oh, da oben steht schon wieder so ein Gefechtsturm. J'espère que ça vaut le coup. So, jetzt schon unterwegs. Decken wir mal den Rückzug. Mir entgeht nichts. At least we know where they are. Oh, shit. Okay, was haben wir jetzt hier für Möglichkeiten? So, erst einmal das Ding hier nehmen. Das da drin wird wohl kaum Wasser sein. Schön, irgendwelche Messwerte? Keine Zeichen von Radioaktivität, keine Energiesignaturen jedweder Art. Was es auch ist, es ist ungefährlich. Manus 1-5, wir haben die Beschaffung der Probe bestätigt. Rücken Sie zum Evakuierungspunkt vor. Ups. Feind nähert sich unserer Position. Nice. So, okay. Jetzt müssen wir in den Überlebensmodus gehen. So, hier haben wir
Tank. Boom! Damit springen wir wieder ein Loch hinein. So, er hat dort 78, 77. Ich glaube, wir nehmen erstmal hier den Dicken. Sehr schön. Weg ist er. Muerto. So, einmal hier in die Ecke. In 70% und 50%. Move into designated position. So, der hat hier nochmal eine Granate. So, haben wir hier noch irgendetwas? Bin dabei. Nee, ich kann dort leider nichts treffen. Oh, das ist die gegnerische Verstärkung. Daneben, nice. That is not good. Was auch immer das war, es hat nicht funktioniert. Was machen die da? Ach, Tote wiederbeleben, okay. Auch ein legendär schlecht. Na, das ist aktuell nur Munitionsverschwendung. Ziel verfehlt. On the move. Ja, alles so um die 50%. Ah, dann stehe ich aber auch auf dem Präsentierteller. Eine sehr ungünstige Ausgangsposition aktuell. So, er hat jetzt hier eine Granate. Da kommen wir natürlich so nicht hin. Shit. Ich bin so ein bisschen in der Zwickmühle.
Sehr schön, Ace. Du enttäuscht nicht. Nee, das brauchen wir jetzt aktuell nicht. Er hier kann den höchstwahrscheinlich, ja, wird ihn auf jeden Fall killen. Alles auch irgendwie Murks. D'accord, j'y vais. Ja, das muss eigentlich der Siebener sein. Nein, natürlich nicht. Okay, das war, glaube ich, jetzt ein bisschen zu viel Risiko. On your order. Gut, machen wir das mal so. What? Wieso konnte ich nicht mehr angreifen? War das ein Feld zu weit oder wie? Ja, shit, das muss ich jetzt aber riskieren, weil ich da eben Fehler gemacht habe. Sehr schön, down. La crème de la crème. J'aurais besoin de munitions par ici. Rücke vor. Na komm schon, der muss drauf gehen. Nein, in die Wand geballert. Muss besser zielen. Ich muss bald nachladen. Noch 95, 70, 50, 44. Und wenn wir die Knarre nehmen, nee. Weg mit dem. Kneel them. Je me suis fait amocher. Oh, shit. Oh, bon sang. Oh, shit. Ja, die werden jetzt beide auf sie gehen, oder? Ne, er baut da irgendwie so eine Art Schild. Ja, die ist natürlich hier im Sporfeuer. Daneben, sehr schön. Wunderschön. Voilà, j'en ai eu un. Also, da gehen wir mal voll in Deckung. Können wir da noch? Ne, da können wir überhaupt nichts mehr machen.
und er muss nachladen. Listo para atacar. Sehr schön. Aber etwas zu wenig. Ah nein, Scheiß. Schon unterwegs. Und daneben. Natürlich. Konzentriere dich. Sie kann nicht schießen. Come get some. Ah, me han pillado. Stay out of my head. Wieder daneben, sehr schön. Ready to go. Okay, down. X-ray neutralized. Was haben wir hier? Na, nicht so geil. So, sowas wollte ich vorhin machen, aber ich habe mich da etwas verklickt. Wieso nur 48%? Adjusting aim. Ich bin bereit. Wird mir jetzt noch um die Ohren fliegen. Feuerschutz. J'espère que ça vaut le coup. Zu weit weg, ne? Ja. Vigilance. Boah, ein Glück. Un mois. Plus que quelques milliers. Oh, ein Glück. I'm all right. Dass der so blöd ist. Genau, auf den, wo er mit dem Finger jetzt drauf gezeigt hat. Ich hätte jetzt gedacht, dass der auch nochmal drauf geht. Na komm, kill ihn jetzt. Oh Gott. So, kann die eventuell von hier hinten irgendwas machen? Komm schon. Sehr schön, dann kann der eine Sniper zumindest schon mal nach vorne laufen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben dennoch einen Soldaten verloren. Das war die gute Grenadierin. Ist natürlich Position ein bisschen blöd, bestätigt. Weil wir dann auch wieder weitere Feinde im kaufen Anmarsch. Müssen. Heading out.
D'accord, j'y vais. Was machen wir jetzt? Roger that. Den einmal dahin. Der sitzt jetzt hier sehr ungünstig, wie auf dem Präsentierteller. Overwatch. Auf Vigilanz. Poniendo en guardia. Gebe Feuerschutz. Was schickt ihr uns da jetzt? Das ist, glaube ich, ein bisschen heftiger als das, was ihr uns beim ersten Mal geschickt habt. Advent-Truppen gesichtet! Und komplett daneben. Und nochmal komplett daneben. Nicht gut. Ja, nicht gut ist noch geprahlt. Gut, der ging zumindest mal durch. Und daneben mit 73%, nice. So, ich muss ihn hier erstmal in Sicherheit bringen. Habe ich eventuell irgendwo noch eine Granate? Nein, natürlich nicht. La voie est libre. Sehr schön. You one-hitted. Perfekt. Pas de quoi s'exciter. Da haben wir 81 und 45. Nehmen wir die 81. Hit the armor. Ammo out. Ja, das passt. Dann müssen wir nicht mit der Machete vorangehen. Na, den kesseln wir mal ein bisschen ein. Das war, glaube ich, wieder falsch und dumm. Sehr schön, weg mit dir. Voilà, j'en ai eu un. J'ai plus de munitions. Gut, dann sollten wir hier doch endlich durch sein. I'm on it. Und ab in die Zone. Go, go, go! Aber was eine lange Mission. Und dann auch noch eine draufgegangen. So auf der Zielgeraden draufgegangen. Das ist ja eigentlich das, was am. Das tut am meisten weh. Bin dabei. Ja, bist du dabei? Mir zuzustimmen, das ist gut. Bin dabei. Ich hau ab. Okay, der. Die kann hier nichts mehr machen. Me voy.
Ja, haut ruhig alle ab. D'accord, j'y vais. Je reste pas dans le coin. Avenger, hier Firebrand. Das Paket ist in Sicherheit. Jo, das ist gut. Rolling. Dann haben wir ihn hier noch. I'm out of here. Weg mit dir. Und da haben wir dann nochmal die letzte Person. Ready to boogie. Alle überlebenden X-Com-Agenten sind ja, in Sicherheit. Aber Schwierigkeitsgrad auf zurück. Jeden Fall deutlich höher als bei wir haben Advent dort getroffen, wo es getötete tut. Feinde alle. Okay. Ort, den nie ja, auf jeden Fall deutlich schwerer als Marvel Midnight Suns. Aber irgendwas sagt mir, dass die Aliens das nicht so leicht hinnehmen werden. Ja, leider ist ein Sitz leer geblieben. Und jetzt müsste doch eigentlich auch diese Projekt-Avatar-Stufe ein bisschen nach unten gehen. Ja, Flug nach Hause ist lang. Sechs Tage verwundet, vier Tage verwundet und eine ist draufgegangen. Nachdem wir nun das scheinbare Produkt der Geheimeinrichtung gefunden haben, wird es sicher einiges an Zeit und Ressourcen kosten, den wahren Zweck dieser Substanz zu erforschen. Ich beginne sofort mit den Vorbereitungen für eine gründliche Analyse, Commander. Die Abläufe innerhalb der Geheimeinrichtung scheinen noch besorgniserregender zu sein, als ich zunächst befürchtet hatte. Die Aliens haben zweifelsohne etwas Schreckliches begonnen. Ich überlasse die Untersuchung Ihnen, Commander. Okay, vielen Dank. Wow, auf jeden Fall schwierige Mission vorhin. Schwieriger als gedacht. Schauen wir mal auf die Map. Nee, hier oben hat sich nichts getan. Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Ja, super. Einer ist weggegangen, einer ist dazugekommen. Das ist natürlich richtig geil. Ja, wir werden uns hier einfach mal wieder was raussuchen. Bei den Einsätzen, da haben wir natürlich nicht die Möglichkeit, was zu machen. Aber vielleicht Alien Nest oder verlorene Türme. Vielleicht wird dann hier oben der Bereich auch reduziert. Ich weiß schon gar nicht mehr, wieso bei uns das Ding so weit ausgeweitet ist. Aber wenn das Ding hier voll ist, soll es ja vorbei sein. Ja, schauen wir mal, ob das wirklich so ist oder ob wir dann vielleicht nochmal eine zweite Chance bekommen.